Also wir haben jetzt gerade hier in Bad Hersfeld auf dem Vorplatz der Stadtbibliothek den Postbot getestet, ein Begleitroboter der Deutschen Post, den es in der Form bisher noch nie gab. Er ist 180 Kilo schwer, kann 150 Kilo Briefe tragen und wird gesteuert von der Postbotin, der Frau Rexroth aktuell hier in Bad Hersfeld, die das ab nächste Woche auch tatsächlich hier in der Innenstadt macht. Und er soll auf alle Fälle, und das ist das Wichtigste an diesem Roboter, die Postbotin entlasten. Er soll sozusagen das Gewicht schleppen, sie soll weiterhin bestimmen, wo er hinfährt. Da kann sie dann die Briefe zustellen, die sie in dem Postbot hat, und er ist 6 Kilometer schnell. Alle Genehmigungen wurden erteilt, damit er auch hier in der Altstadt fahren darf. Und wir machen das gemeinsam mit der Stadt Bad Hersfeld, mit dem Oberbürgermeister, dem Herrn Fehling, weil er sehr starkes Interesse signalisiert hat, gemeinsam mit der Post dieses Pilotprojekt durchzuführen. Und Sie sehen es hier auch in der Medienresonanz, das hat schon einen riesen Anklang gefunden.